Hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. So, erstmal wieder hier die Star rausholen. Das habe ich hier reingepackt. Habt ihr schon gesucht? So. Aber es konnte nur hier sein, da war ich zuletzt dran. So, jetzt ist die Frage, was tue ich noch in den letzten Minuten? Das läuft alles. Schau es nochmal kurz von lang wegen der Reparatur. Wie weit wir da waren, das lade ich mal auf, dass die erste Welle voll alles bekommt. 85, ja okay. Hier hatten wir scheinbar repariert. Die Steinwand nochmal abchecken. Ja, siehst, da ist eine. Ja, was kann man sonst noch Sinnvolles tun in dieser Kürze? Hat ja vorgeschlagen, dass man vielleicht noch ein bisschen Metall sucht. Also das Ding läuft noch. Ja. Machen wir das mal. Laufen wir mal bei uns hinten den großen Berg hoch. Nee, jetzt machen wir erstmal das. Die Fallen, ich brauche ein Wildschwein. Ich muss unbedingt die Fallen neu machen. Fangen wir da hinten an. Habe ich das kleine Fleisch dabei? Ist ja leer. Was soll das? Ja, das Wildschwein bräuchte ich ja für das Gewehr, für die nächste Stufe. Ja, auf dieser Plus-2-Stufe ist es irgendwie immer noch nichts wert. Ich wusste, ich hab was gehört, ey. Der schon wieder. Der ist einfach nur lästig. So, jetzt schlagen wir uns dann mal rein in den Wald. Sekunde, Gewehr. 20 Schuss. Für einen möglichen Bär. Wildschwein auf dem letzten Drücker wäre vielleicht auch gut. Ist etwas mager mit Metallfelsen. Hier. Oh. Nummer 1. Komm in den Buscher mit. Nummer 2. Kam da jetzt überhaupt was rum? Hm. Na. Ach Mann, jetzt. Geh. Okay. Schnitt. Ein Kupfererz. Kommt bestimmt immer eins rum. Nicht zwei, nicht nur. Immer eins, vermute ich es mal. Du, hier ist schon der nächste. Also hat sich doch schon gelohnt, hier mal hochzulaufen. Nein, hat sich nicht gelohnt. Das war null. Also, nichts mit immer eins. Ah. So, hier hoch will ich jetzt nicht. Dann entferne ich mich immer weiter von meiner Base. Hier glänzt doch ein weißer Pilz nämlich auch mit. Sind irgendwie ein bisschen seltener. So, mal schauen, ob hier was drin war. Auch nix. Ja, okay. Das heißt, wir brauchen einen großen Loot-Ausflug. Weil die Felsen nichts bringen. Schon wieder nichts. Oh Mann.
Schon wieder nichts. 23 Uhr plus. Laufen wir hier mal weiter lang. Die Base ist hinter mir. Jetzt geht's ja doch schon wieder hoch. Ich wollte nicht hoch. Ah. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ja, direkt neben der Base waren ein paar Metallfelsen und jetzt ist Ende oder was? Stein gibt's hier, dafür habe ich jetzt aber keine Zeit. Ist das ja auch ein weißer Pilz? Ja, doch, weiß. Ja, von wegen selten, oder? Ne? Man muss nochmal in den Wald gehen und mal Augen aufhalten. Was lasse ich das jetzt erstmal mit den Pilzen und. Alter, nimm das Gewehr. Ja, ich würde sagen, 20 Schuss haben gerade so gereicht. Ah. Toll, aber jetzt muss ich nach Hause. Ist kurz vor der Angst, gibt's hier einen einen Weg nach unten. Sieht schlecht aus. Oh Mann. Oh Mann. Wo bin ich hier? Ja, ein bisschen Fallschaden müsste hier drin sein, ne? Ja, das tut schon weh. Jetzt machen wir das Gewehr weg. Keine Munition mehr, ich muss nach Hause. Ich sehe da noch einen Felsen. Ich muss wieder ein bisschen hoch, okay. Die Welle hat begonnen. Habe ich mich so verlaufen? Ist mal was. Es gibt auch Ausdauer zurück. Habe ich mich verlaufen. Ja klar, man läuft da oben auf dem Bergkamm im Kreis, ne? Ah, du schräg. Ja, ich muss jetzt hier runter. Wo da vorne bestimmt ein Abgang gewesen wäre. Aber die schafft das. Ja, aber so leicht panisch muss man dann doch mal einfach den Berg runterhüpfen, ne? So, ich müsste ja jetzt eigentlich das Ding jetzt anmachen, ne? Sind die jetzt schon da? So, das Teil ist an. Ah, das ist mir ein Fallschaden. Na, jetzt lohnt sich noch mal was zu essen hier. So, die Flamme ist an. Optisch auf jeden Fall. Wir hatten alles nachgeladen. Alles repariert. Soweit. Ja, es war bloß wieder so ein Blender, ne? Der hat mal ein bisschen Panik geschürt hier. Pfeile. Machen wir mal ein paar Pfeile. Auf wen schießt du jetzt? Ach, der ist ja auch ein mittlerer Zombie. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, oder? Alter, Flamme. Die Flamme geht optisch durch, aber erwischt mich nicht. Das ist schon mal gut. Das Ding ist noch aufgeladen, ja. So, das weiß ich natürlich nicht, was die Flamme gerade macht mit dem Baumstammtypen hier, mit denen da. Wollte er jetzt hier hoch?
Klappt das doch nicht mit der Tür? Ich war nur angetäuscht. Okay, irgendwo machen sie wieder Randale. Der Flammenwerfer ist wahrscheinlich doch zu schwach, um die schnell wegzumachen. Die sind noch gut. Wo sind die? Hier unten. Die toben sich an den Stacheln aus da. Okay, die Stacheln können sie gerne kaputt machen, sind zu wild. Das ist eigentlich okay, aber ist... Der Flammenwerfer... Hallo? Lauf doch einfach! Ist der schon leer oder was? Ich nehme zu viel Schaden hiervon. Ich hab da meinen ganzen Sprit da reingepackt. Okay, ich gehe mal vor. Die Schneidfallen sind bestimmt leer. Ja, 40 noch. Ist okay. Hallo? Kommen die mit? Muss ich doch mal schauen, was die hier unten treiben, ey. Ja, der Flammenwerfer ist zu schwach. Ich wollte da nur mal schauen. Jetzt brennt die, ey. Hör auf zu brennen. Lass das. Komm schon. Hat mich also der Typ mit diesem Enterhaken daran gezogen, ey. Alter. Jetzt hört man die ganze Zeit den Zerstörungssound. Weil da unten diese Spikes zerstören. Der schon wieder. Geh doch. Ja, das ist ja schade, der hätte eigentlich mir folgen müssen. Noch ein bisschen Schaden nehmen in der Falle. Er scheint hinüber zu sein. Das sieht alles ganz aus. Aber statt hier hochzukommen, machen die lieber unten an den Spikes rum. Also ist ein bisschen zu sehr auf die Spikes konzentriert, finde ich. Wir machen das alles kaputt. Der zählt nicht als großer. Versteh die Flammenwerfer-Geschichte gerade nicht. Ich dachte, es wäre ein großer jetzt gewesen. Okay, dann ist ja auch gut, wenn es ein kleiner ist. Jo. Gut, noch drei so Vögel habe ich zum Verputzen und dann ist wieder durch. Ich hab die rausgehauen heute schon. Wahnsinn. Ja, ist mir jetzt doch zu risky. Da mal kurz die Falle leeren. So, also von den Spikes steht nichts mehr. Alles weg. Also die Idee hatte mal recht gut funktioniert, dass sie da immer wieder unten gelaufen sind, immer wieder in die Spikes rein, aber ja, das haben die wohl geändert. Dass sie da, ja, ein bisschen aggressiver sind. Das ist aber ein großer.
Ja, es brennt wieder. Aber die müssen sich mehr sammeln, dass die Flamme sich auch lohnt. Jo, das sind ein paar. Das ist nicht schön. Der mit seinem Enterhaken. Lass das. Hey, das Ding ist so gut wie durch. Da bringen wir mal. Ja, es waren jetzt schon einige sehr krampfige Momente. Ansonsten hast du eigentlich bis jetzt ein recht entspannendes Gefühl. Hallo? Manchmal will es halt einfach nicht. Aber jetzt alles leer und ich hab das nicht gemerkt, ey. Ich hatte das Gefühl, es sind so wenig durchgekommen, dass das gar nicht leer sein kann. Aber der ist dann bald leer. Ach man, schon wieder. Ich mach den jetzt mal aus, guck mal, ob ich den wirklich schütze, so in der extreme Bruch. So, hier war das mit dem Fallschaden hier auf die Wand. Raus hier. Ich springe natürlich durch, wenn ich da oben bin. Ich bräuchte also weiter unten den Schalter. Ja, jetzt macht er halt hier unten wieder rum, ne? Das konnte er halt vorher nicht, weil er da bändig gebrannt hat. Aber ich kann mir gerade nicht leisten, den eigentlich durchgehend laufen zu lassen. Hm? Nicht leisten ist schön und gut, aber das ist die Endwelle, mein Freund. Komm schon, ich brauche unbedingt unten den Schalter. Mach an das Ding. Schnell wieder in den Weg, die zerstören alles. Ah, die haben jetzt sich unten übelst verteilt. War so klar, oder? Dieser Weg manchmal. Spring! Der Weg hier durch die Pendel, das ist manchmal... Wir lösen das aus hier unten, das ist eine Frechheit. Keiner ist oben. Das ist doch ätzend. Lauf! Weil wenn die hier nicht laufen... Dann... Ja. Fehlen mir zwei ganz wichtige Fallen. Beziehungsweise war ja jetzt schon alles leer. Die nicht. Hey. Okay, ich bin mal wieder unten, mal wieder am Laufen. Die auch. Ach du Schreck, mir fehlt was. Ja, es gibt viele Wege in die Base. Was macht der? Wart auf. Okay, halt nicht.
Jetzt. Ach, der Flammenwerfer ist leer. Hab ihn doch jetzt wieder angeschaltet, oder? Habe ich das jetzt nicht hinbekommen? Keine Ahnung, ich denke schon, dass ich es jetzt hinbekommen habe, aber... Ja, die lösen die Dinger einfach aus, wenn die unten langlaufen. Das ist doch ein Blödsinn, ey. Die Fundamente sind auf maximaler Höhe. Komm hoch. Wie er da drin steht, oder wie er das einfach wegsteckt. Der chillt da in der Schnetzelfalle. Kein Problem. Nimm doch die Pfeile erstmal von dem. Danke. Ein Schuss. Hätte ich mir eigentlich eher geben können. Ja, wie war die Folge? Beziehungsweise die Nacht. Ja, mir war schon recht früh klar, wo ich gesehen habe, was der Flammenwerfer da schießt. Der schießt da auf einem Einzelnen, wenn der hier vorne parkt. Ballert er die ganze Munition auf den raus, der steht hier und steht und wird beschossen, die anderen bekommen nichts ab. Ja, war eigentlich schon recht klar, dass er dann bei Zeiten ausgeht, ne? Ja gut, die habe ich noch gehabt, die wollte ich ja verarbeiten, aber trotzdem, dann reicht es noch für eine Nacht und dann ist schon wieder alles durch. Ich dachte, ich halt zwischendurch vielleicht mal ausschalten, wo ein bisschen weniger los ist und ja, händisch da halt ein bisschen mithelfen an der ganzen Geschichte hier. Aber da der Schalter da so weit oben sitzt. Also ich brauche unten den An- und Ausschalter zumindest für den Flammenwerfer und ich brauche Unterstützung für den Flammenwerfer. Vielleicht doch wieder die Balliste dahin oder so. So, das Tor repariere ich immer. Wie sieht's hier aus? Ja, schon gut beschädigt alles, finde ich. Ja, Vögel durch, alles aufgegessen. Eigentlich, wenn man das ganze Wissen vorher schon hat, war das jetzt gar nicht so schlimm eigentlich. Das Wissen vorher hätte. Also es war eigentlich gar nicht so katastrophal. Also einen Sprit habe ich jetzt rausgetan, so wie es aussieht. Zwei Wartungskits. Was es an Kupfer gab, weiß ich nicht. Auf der rechten Seite läuft auch noch das ewige durch. Kupfererz 4. Ja. Wird ja jetzt doch langsam, oder? Habe ich das Ding aufgefüllt? Vergesse ich das öfteren mal. Alles gut. Ich glaube, hier drüben noch. Wildschwein war noch nicht dabei. Achso, die Batterie wollte ich checken nach der Nacht. Aber kann man auch nicht mehr so richtig rechnen, weil der Flammenwerfer ist ja frühzeitig ausgegangen. Dann war dann im Endeffekt ja keine Ahnung wie lange schon im Standby. So, das repariere ich und fülle ich auf kurz vor Nacht, weil die immer tagsüber das eh schon wieder leer ziehen. Also richtig nervig ist, dass wenn die hier unten durchlaufen, einfach die Pendel auslösen. Was soll das? Die ziehen die Pendel leer, indem die da unten spazieren gehen. So, jetzt ist das Ding natürlich weg da. Schauen wir doch mal, was wir dabei haben. Wir machen mal
Sowas hier hin mit ein bisschen Abstand zum Reinspringen. So. Ich kann reinlaufen. Es kann also sein, die tun das auch, wenn die mir direkt auf der Pelle hocken. Gut, Batterie mal checken. Ja, schwierig. Vielleicht war das Ding einfach mal leer zwischendurch. So, aus. Das tut weiter seinen Job. Das war auf jeden Fall die beste Idee, von dem Fahrradding weg und das Teil einfach aufzustellen. So, aber da das gerade mal eine Falle bedienen kann. Bräuchte man eine zweite Batterie. Hätte jetzt gerne noch den Vogel gehabt, aber ja, okay. Vogel. Keine Ahnung. Zu dunkel. Gut, Batterie. Was ist in der Tasche? Jede Menge Zeugs. Bärenpelz. Haben wir jetzt dabei. Brauchen wir aber aktuell noch nicht. Ist kein Wolf bei rumgekommen. Dann packe ich das hier alles mal weg. Das noch raus. Das ist aber echt wenig für unterwegs. Nehmen wir vielleicht lieber. Das mal noch mit. Möchte ich als nächstes unbedingt auf Tour gehen. Material zu holen, aber eigentlich halt noch diese Batterie, Kabel hätte ich noch. So. Zwei Batterien, ein Stecker. Bauen wir nochmal rein. Ein Stecker, Batterie braucht Kupfer. Also die sehen das ja nicht als Weg an, das Stück. So, Kupfer gab es ja von der Maschine. Genau, ich will ja auch das Kit noch bauen, um die wieder zu aktivieren. Jetzt muss ich halt warten, bis sie hier in der Falle sind, in meiner Base was machen zu können. Bräuchte ich hier noch eine Tür, die ich einfach offen lassen kann? Ja, wo? Ich könnte die ja unten. Nee. Nee, schlechte Idee. So, Kupfer verarbeiten. Zwei Batterien braucht das Ding. Hier rum war das jetzt? Das müsste so sein wie die hier. Yes. Gut, das heißt, der Strom kommt von da rein. Müsste vielleicht von hier nach da. Anstecken. Wenn man einmal weiß, wo das ist, ne? Schön. So, und dann da hoch. Machst du das von hier? Der hat es jetzt die neue Batterie rübergeschoben. Okay. Also, wenn ich das jetzt nicht falsch gemacht habe, wären wir hier schon mal ready, um zu gehen. Und was wollte ich noch? Ich wollte schauen wegen so einem. Na. Bergbau-Dingens da.
Ja, Bergbaumaschine war gar nicht so falsch. Batterie, Motor, Sicherung. Fangen wir erstmal damit an, mal sehen, ob das was wird. Könnte gerade so drin sein. So, noch drei Platten und 13 Nägel. Und drei Platten. Und dieses Teil zum Aufladen. Wartungskit. Bräuchte ich ja dann. Vier. So, schauen wir mal. War jetzt bei der Runde. Was denn hier passiert? Habe ich schon ein kleines Fleisch drin? Nö. Bauen wir erstmal das Ding auf. So. Ach, den Sprit habe ich vergessen. Die Falle scheint schon wieder ausgelöst. Ja. Ja, Zeit ist heller, aber ey. Wie sehe ich das ja Katastrophe. Ist das ein Wildschwein oder was? Das war ein Hausschwein. Ich konnte es nicht erkennen, wie es da drin hängt, was es ist. Ein Hausschwein. Auch gut. So. Ja. Nett. So einfach geht es. Ich wollte Sprit. Wo macht man den Sprit? War hier, ne? Da. Eine Kanne gibt 10, also ja, da kommt ja auch nichts rum. Machen wir das so. Dann fülle ich das einmal auf. Darf den Rest gleich noch den Flammenwerfer. So, wenn wir dann von dieser langen Tour wiederkommen. Sind die dann schon mal durchgelaufen? Hallo? Sehr gut, dass das nachts nicht passiert. Und die Batterien sollten dann. Habe ich jetzt auch was falsch gemacht, oder wie? Sind das zwei Balken? Also hier hinten dieser blaue Draht kommt eigentlich vom Windrad. Genau, also der läuft das so schräg runter. Jetzt sind es drei Balken. Okay, dauert noch länger wie gedacht. Gut. Das aufgefüllt, das aufgebaut. Dann werde ich die ganze Sache hier mal ausleeren. Das irgendwo hinramschen, dass wir dann in der nächsten Folge mit leeren Taschen auf Tour gehen können. Sollte halt nur vielleicht ein bisschen eher zurück sein, weil ich ja vielleicht mal noch eine Falle bräuchte und einen Schalter und so weiter und so fort. Aber das wird sich schon zeigen, ne? Wird wieder alles auf dem letzten Drücker passieren, wie immer, wie so oft.
Aber für diese Folge war es das mal. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer, liken und abonnieren nicht vergessen. Kommentare dürft ihr auch gerne da lassen. Ja, und das sehen wir uns, ja, in 2 Tagen schon wieder zur nächsten Folge. Ciao, Leute.